Hi, schön, dass du da bist. Ich zeige dir heute ein sehr mächtiges Tool namens Wireshark. Viele haben darum gebeten, dass ich darüber mal eine Serie mache und jetzt ist es soweit. Und zwar, was kann dieses Tool? Das Tool ist ein Netzwerkanalyse-Tool. Und zwar können wir damit genau anschauen, welche Datenpakete gesendet werden, welche empfangen werden, was in diesen Datenpaketen drin steht, welche IP-Adresse, welche MAC-Adresse, welches Protokoll, TCP/IP oder UDP und vieles mehr. Also sehr mächtig. Und das Beste ist, es wird natürlich auch im Ethical Hacking verwendet. Deswegen solltest du auf jeden Fall schon mal von dem Programm gehört haben oder dich damit auskennen. Ich zeige dir in diesem ersten Teil, wie du es installierst und wie du es einrichtest und ja, die ersten Basics eben. Das ganze Tool gibt's auf Linux, Mac und natürlich Windows. Cybersecurity. Be part of IT. Windows hier 64-Bit und 32. Das Ganze gibt sogar portable. Wir können es auf dem Stick mitnehmen, falls wir unterwegs mal irgendwas machen wollen. Ich empfehle dir aber ganz klar, wegen den Windows-Diensten, wie wir jetzt hier sehen, das auf Linux zu installieren, denn Windows sendet extrem viele Datenpakete für Update-Anfragen und so weiter ins Internet und deswegen werden wir die auch alle im Wireshark sehen, wenn wir es auf Windows nutzen und es wird uns am Anfang eventuell verwirren. Deswegen ganz klare Empfehlung meinerseits, verwende auf jeden Fall Linux oder Kali Linux. Wenn du kein Kali Linux hast, so wie ich, dann verlinke ich dir jetzt oben in dem Video, wie du Kali Linux ganz einfach installieren kannst. Dazu habe ich ein Video gemacht. Viel Spaß damit. Gönn dir. Und ja, ansonsten kommen wir wieder back zu Wireshark. Ja, wir erhalten eben hier die Rohdaten vom Netzwerkverkehr und können die dann auswerten. Das Ganze wird auch sehr häufig in der Malware-Analyse verwendet, denn wir wollen vielleicht später auch ein Virus analysieren, wo der eben seine Daten hinschickt, an welchen Server und sowas. Ist halt extrem cool, dann können wir eventuell auch den Bösewicht finden später. Genau, wichtig ist jetzt hier Kali Linux, wenn du es auf Windows hast, mit Adminrechten auszuführen. Selbe gilt für Linux und Kali Linux. Bei Kali Linux ist es relativ einfach, wir klicken hier oben auf den Drachen, geben einfach Wireshark ein, geben unser Passwort ein, Standardpasswort ist Kali. Und dann öffnet sich das Ganze. Es wird sogar als Admin schon gestartet und wir sehen jetzt hier, dieser Balken zeigt uns an, ob Internetverkehr da ist. Wenn du jetzt auf einem anderen Linux bist, dann würde ich dir das Ganze dir empfehlen, über die Konsole zu machen. Und zwar gehen wir hier einfach sudo Kali, nicht Kali ein, sondern Wireshark. Und dann geben wir unser Admin-Passwort ein und das Ganze wird wiederum gestartet. Also wichtig ist hier mit Root- oder Admin-Rechten zu starten. Gut, wir brauchen das jetzt nicht zweimal, deswegen mache ich es hier wieder zu. Und jetzt schauen wir uns mal an, welchen Netzwerkadapter wir brauchen. Wir sehen hier, wir können Bluetooth abhören, SSH, UDP und so weiter. Also wir können hier alles abhören im Endeffekt. Wir interessieren uns jetzt für ETH0, also das ganz normale Netzwerk. Und ja, ich lade jetzt hier einmal YouTube neu, dann sehen wir hier auch einen Spike bei ETH0 im Normalfall. Und ja, hier ist er. Dieses zeigt uns eben an, dass Daten übers Netzwerk gesendet werden und wir dann gerade mitgehört haben. Genau. Ja, zum Runterladen von dem Tool könnt ihr einfach auf die Webseite gehen und hier ganz unten eben auf Download klicken, für Windows 64-Bit normalerweise. Ansonsten bei Kali Linux könnt ihr auch einfach apt, also sudo apt-get install Wireshark und schon wird das Ganze heruntergeladen. Und wenn es nicht aktuell ist, dann wird das Ganze hier auch nochmal aktualisiert. Das ist schon mal ein ganz cooler Befehl, also hier auf jeden Fall den mal in die Konsole reinklatschen. Und dann geht's auch schon los. Das war der erste Part von Wireshark, Kali Linux, Installation und ja, ersten Worte von mir dazu, sage ich mal. Gut, ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, damit ich weiß, dass du mehr davon sehen willst. Und ansonsten, wenn du neu bist, hier mache ich IT-Sicherheit und IT allgemein. Und ja, lass ein Abo da, wenn du Bock drauf hast.
Ansonsten wünsche ich dir wieder meinen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video und Peace.